Hallo und herzlich willkommen zurück in diesem wunderschönen Spiel namens As Credo des Assassinen Teil 3. Wir sind also hier mitten in einer lustigen Mission mit dem lustigen kleinen süßen Connor. Ach, guck mal, die ganzen Sachen hier sind weg, ne? Das war doch alles bedeckt. Das war doch hier, ne? Ja, schön. Gucken wir uns mal ein bisschen hier in diesem Herrenhaus um. Hier ist hier wohl die Küche, augenscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Oh, das Brot sieht aber lecker aus. Dann gucken wir hier noch so ein bisschen rum. Oh, schön warm. So, was haben wir noch? Ja, irgendwelche lustigen Sachen. Hey, Besen. Da wurden wir schon mal beworfen. Ach, hier, ne, hier war das mit diesen Laken. Warum auch immer die hier da sind. Das macht gar keinen Sinn. Warum sind die hier da, in anderen Räumen nicht? Sind die nie in den anderen Räumen oder hier? Chaos 6 Monate hätte man auch ein bisschen aufräumen können. Naja. Gut, was auch immer. Wir haben auf jeden Fall eine Mission. Es wird wieder ein bisschen zwischensequenzlastig bestimmt. Vielleicht auch ein bisschen tutorialig. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ich weiß es immer nicht, nicht mehr. Wir haben Schnee. Oh mein Gott. Es hat geschneit. Schon wieder. Hua. Und da stampfen wir durch den Schnee. Wie stolze Assassinen das nun mal immer so tun. Gut. Ja, wir sollen hier also erstmal mit dem guten Achilles scheinbar weg. Tatsächlich. Ja, gut. Dann machen wir das mal. Mal sehen, was wir jetzt tun werden. Achilles Botendienst. Okay, dann hopp. Ah, eh. Natürlich. Guten Morgen. Ja. Wünsche ich dir auch. Hallo. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Ah, das ist gut. Warum bin ich dann drin und du sitzt? Na gut, egal. Gut, wir fahren dann wohl hin. Hui! Klassenfahrt, Klassenfahrt, la 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 la. Okay, falsche Melodie. Wir sind im Ladebildschirm, in Ladebildschirm, in Ladebildschirm und rennen in die Unendlichkeit rum. Unendlichkeit her, Unendlichkeit her. Im Animus sind wir, ne? So. Im Animusschirm, im Animusschirm, im Animusschirm. Jetzt sind wir beim weißen Bildschirm, yeah! Und wir sind da. Oh, Connor ist in Boston. Glotz nicht. Verzeih. Komm weiter. Ach süß, der Connor kennt das doch auch alles gar nicht. Ah, oh, toll, Connor in Boston. Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Die Gerüche vor Ich allem. könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Oh. Das ist sehr Früher habe ich süß. an mir dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Coole Musik auch. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Lieber. Für wenige. Das klingt so bitter und traurig bei ihm. Ja, vielleicht auch richtig so, wenn Connor so optimistisch und naiv ist, auch ein bisschen. Ja. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Jo. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Ach, mit den Besser, Klamotten nicht. Man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Oh. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Oh. Er hat einen Namen bekommen. Connor. Toll. Ich finde es aber auch schön, wie er ihn eigentlich scheinbar 6 Monate lang du genannt hat. Oder. Hat verstehen lassen hier. Bombe! Bombe! Entschuldigung. Oh, hey, Aussichtstürme. Wir sind zwar mitten in der Mission, aber ja, das ist jetzt so alles. Zwischensequenz lasse ich die letzten 3 Folgen. Ich kann mir überhaupt nicht mehr zum Reden. Also ich bin jetzt immer noch in derselben Aufnahme, am selben Tag. Ich fühle mich unterfordert.
Ja, genau. Ich war gerade irritiert, weil das Grüne war woanders. Ist mir eingefallen, es muss gar nicht zum Grünen. Ich bin jetzt woanders. Ich widersetze mich meinem Meister. Meister hat Dobby eine Socke gegeben. Upsa. Hey, nicht runter. Synchronisieren. So. Oh, und Connor macht das auch. Toll. Unsere erste Synchronisation mit Connor. Woo! Toll. Toll, 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 toll. Ach, schön. So, jetzt nicht daneben fliegen. Ja! Unsere erste und sogar erfolgreiche Synchronisation mit Connor. Ist das nicht cool? Ha, schön. Gucken wir mal, was wir sonst noch alles machen können. Connor. Hatten wir, glaube ich, auch schon die ganze Zeit hier so stehen. Wir haben lustigerweise immer noch diese Almanach-Seiten zu sammeln, obwohl das eigentlich... Das habe ich auch nicht verstanden. Also diese In-Spiel, also In-Game-Logik sozusagen. In-Spiel. Drin-Spiel-Logik. Ja. In-Game-Logic, ne? Ich habe die voll nicht understandet. Und zwar war, wenn, ne, ihr erinnert euch noch an die Sequenz mit Hayden, der nach Boston ankam und den Washington kennenlernte. Ja, genau, es war Washington. Ach, da ist ein Fenster offen, das war toll. Und der Washington meinte, yo, mein Almanach ist zerfetzt, sammel die mal zusammen, wenn du kannst. Und Hayden war so, okay, cool. Klar, wenn ich kann, mal gucken, ne? Warum kann das dann Connor machen? Das macht so von der Geschichte her wenig Sinn. Nein! Ey! Ich krieg dich, hallo, ich bin der Almanachjäger. Ich bin der Almanachjäger. Yeah! Ich muss sagen, ich finde, ich mache die Wahl eigentlich ganz gut. Ich werde es euch beweisen. Ich mache noch eine Seite. Ach guck mal, da oben waren wir hier mit Hayden, das sieht man da schon eigentlich. Und hier unten auch noch irgendwo. Ich glaube. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Um nicht zu weit. Ja, ich habe Angst, dass das automatische Start. Obwohl, nee, das ist ja der Laden, ne? Gemischt Warenladen, genau. Guck, können wir die Almanach-Seite direkt daneben machen und dann. Upsa. Und dann geht's los. Ne, weiter so. Aber wie gesagt, ne, das war jetzt ein bisschen viel Geschichte und so. Muss man auch einfach verdauen, ne? Ist ja alles anstrengend. Kommt dann nicht jeder vielleicht mit. Nein, es ist ja. Ich will einfach nur so ein bisschen Abwechslung wieder. Zwischen die Klasse gucken macht es auch sehr viel Spaß, wie ich finde. Ich weiß aber nicht, wie es euch da geht und ob ich doch, ne, dass auch ihr Spaß habt. Wie gesagt, Vorschläge nehme ich auch immer gerne. Wenn ihr irgendeine Idee habt oder irgendeinen Wunsch, dann schreibt mir doch. Ich lese mir alles durch. So brav bin ich dann doch. So, das mache ich mal ein bisschen von hier. Voll schwer wegflattert. Weil die flattern eh immer weg. Sag ich doch. Mist. Nein! Ja, Steuern sind scheiße. Na, nein! Der Almanachjäger verliert. Oh, von hier, Moment. Wo ist sie denn? Da hinten? Nein! Das wird nicht mehr. Nein, 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 nein. Oh nein, nicht so hoch. Connor, nein! Mist. Nee, das war's. Schade. Ja, das ist leider völlig versimmelt, aber. Oh, sie ist Schafe. Oh, du kleine süße Schafi. Hallo. Meh. Da beschwert sich irgendwer. Okay. Ja, wir wollten eigentlich einen Gemischtwarenladen, ne? Da gehe ich jetzt auch rein. So, hier. Hallo, Gemischtwaren. Upsa. Hey, hallo, Gemischtwaren. Hä? Ist doch der Laden. Oder wollt ihr, dass ich die andere Tür nehme? Mann, seid ihr so pingelig? Das ist doch derselbe Kackladen. Boah. Das gibt's doch nicht. Ubisoft, Mann. In dieselbe Kacktür. Verlaufen? Nee. Bin schon richtig. Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Willst du bezahlen oder lieber tauschen? Da freut er sich natürlich, ne? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Na, wenn das dem reicht. Okay. Ja, gut. Ja, tauschen kann ich auch. Ich kann bei dem auch. Was braucht ihr, mein Herr? Oh, jetzt werde ich mein Herr genannt. Wir können ja auch Sachen verkaufen. Ne, so, hier. Die Scheiße und so. Wärmpelz natürlich.
Bärenfett, Pumafänge, Pumapelz, Hirschherz. Hirschherz, eklig. Hirschfleisch, ne? Wir haben ja alles Mögliche schon gesammelt. Aber Hirschschwanz 0? Echt? Ist ja traurig. Was können wir denn noch so kaufen? Bestimmt noch nicht so viel. Ah, der Stern, den haben wir schon. Den Stern Tomahawk. Tomahawk. Entschuldigung. Okay, wir sind hier voll. Das ist gut. Karten. Truhen und Federn. Ah ja, ja. Gut, das können wir natürlich uns auch alles holen. Und Klunker. Einmal nach Seitenkarte. New York und Boston. Wie ihr seht, ja, also ist schon genug da, aber noch nicht. Wir haben eh noch nicht so viel Geld. Das müssen wir uns erstmal verdienen. So. Danke dafür, alter Typ. Wir gehen jetzt dann mal raus, ne? Ich sollte zurück zu Achilles. Jupp, das wird erledigt. 5. März 1770 haben wir übrigens. Ey, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Gehen zum Zollhaus, um es den Rotröcken mal ordentlich zu geben. Ist zum Menker, warum kloppen die sich alle? Achilles? Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Folge mit zur King Street, wir zeigen's denen. Nee, schon gut. Danke. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit. Ja, im Zollhaus, hier ist überall was los. Mann, voller Riot. Voller crazy shit is going on. Hier da oben kloppt sich so ein Rotrock mit so einem Typen. Achilles? Also gut. Wahrscheinlich kannst du das nicht, aber ich fände es schon geil, wenn du so einen Zaun zulegen könntest. Aber ja, es ist schon gut. Ich dringe ja nicht, ne? Was ist denn da los? Da ist die größte Action, ne? Aha, Rotricke. Warum? Was ist denn los hier? Hilles? Ah, Sequenz. Ein letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, was? Ich glaub, das ist denen egal! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feiglinge! Zieht mit Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Ach, da ist er! Was ist das? Ganz grau! Das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber... Nichts aber. Tu, was ich sage und los. Puh, ein Glück sind wir da. Okay, wir müssen ihn erstmal folgen. Hey, Rotrock, na komm, benutzt das kleine Gewehr. Okay, ganz unauffällig folgen, hier so in Gruppen verschwinden, ne? Das wissen wir ja alles. Sehr unauffällig. Verfolgen wir diesen Mann. Der unauffälligste Assassine der Welt. Ja. Ach, kann ich den nicht jetzt schon töten? Das ist doch... Warum folgen? Folgen. Was soll denn dieser Aufruhr? Feuer im Townhaus. Feuer? Ist ja Hammer. Ja, gehen wir weiter? Hallo? Da steckt im NPC fest, alles klar. Ich bin in der Gruppe, ich bin niemand. Danke. Ich bin keine von diesen aufgetakelten Dirnen. So, immer schön. Uah. Fies, fies, er hat da hingeguckt. Nein, keine Sorge, du bist nicht verfolgt. Uah. Ist er weg? Hat er es auch gegeben? Ja, hat er. Yes, sehr gut. Na komm, geh weiter. Lass dich nicht beirren, Kumpel. Einfach immer weitergehen. Ach, der geht hoch. Soll ich dem immer noch folgen? Wir halten uns wohl für unser Lämmer. Einfach so zu. Na gut, mach ich mal. Na hopp, hopp, hopp. Connor, hopp. Oh oh, ist auf dem Dach. Uah. Ich glaube, der hat echt nichts Gutes vor. Ja, komm, mach einfach weiter, was du machen wolltest. Nur nicht da! Oh oh, er nähert sich der Masse. Oh nein, das wirst du nicht. Und zack! Paff!
Hätte ich direkt machen können, aber okay. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Oh nein. Ihr Hunde! Feuer! Oh nein! 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 Oh Gott! Hey, Alter! Oh oh. Ich glaube, wir müssen weg. Okay, und zwar schnell. Das geht eigentlich. Die Zonen kommen, die das haben eigentlich dauert nicht lang. Ja. Mal gucken, wann die uns bloß nicht mehr sehen. Ich weiß nicht. Ich bin völlig unschuldig. Ich überhaupt nichts damit zu tun. Oh Gott, wir sind sogar dreifach gesucht. Das sieht man diesen X'en unten. Wird bestimmt, glaube ich, noch erklärt. Ja gut, freies Feld ist doof, ne? So hier durch die ganzen Winkel und so. Ist immer gut. Ist da vielleicht so ein Heuhaufen oder sowas? Nein, natürlich nicht. Oh, wo kann ich mich irgendwo verstecken? Wir rennen und kommen irgendwo hin. Oh Gott, es hört ja nicht auf. Ich muss da rein, ich muss da durch. Richtig, Connor, da durch. Nein, komm mal. Da. Warum? Ich kann da nicht durch? Echt nicht? So eine Scheiße. Oh, jetzt schaffe ich das nicht in den paar Sekunden da. Mann. Okay, das ist jetzt dreckig. Boah, Kacke. Ich hätte durch die Dächer rennen müssen. Mist. Bist du so schnell? Der Typ ist voll schnell. Scheiße. Oh, ne, überall sind Wachen. Warum renne ich immer rein? Die Wachen rein. Hilfe. Oh, war ja klar, dass ich es nicht schaffe. Mann, ich dachte, in einer Minute irgendwas geht das. Verdammt. Toll. Voll versemmelt. Versemmelrocket. Guck, ob das irgendwas bringt, wenn ich es aufs Dach kletter. Ich sehe nämlich da nicht mehr. Dann mache ich das hier. Scheiße, das hab ich gesehen. Oh. Ich muss sofort zu Achilles, sagte der Heuhaufen. So eine Scheiße. Ist voll versemmelt. Bekannte Grad Stufe 3. Sie werden gesucht. Die Wachen erkennen sie und greifen bei sich Kontakt sofort an. Tauchen sie unter und verstecken sie sich. Puh. Massaker von Boston. Ja, das haben wir jetzt leider mit. Scheiße, ey. Kacke, Charles Lee. Naja, optional haben wir es leider auch nicht geschafft. Gut, dann reicht es erstmal für heute. Ich stelle mich hier mal so ganz unauffällig in die Ecke und hoffe, mich sieht keiner. Und man sieht sich dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed 3. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, einen schönen Tag noch. Und ja, die Folge ist jetzt ein bisschen was kürzer als sonst, aber ist schon okay, ne? Ich verzeih mir noch, ne? Weil die anderen waren, glaube ich, auch ein bisschen was länger. Na, ist auch egal. Wer bist du denn? Kann ich euch helfen? Was? So, was wollt ihr von mir? Geht weg. Ich hab mich versteckt gerade. So. Also, und man sieht dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed 3. Rennen wir nicht hinterher, Alter. Wer bist du? Ja, bis später dann und tschüss. Hilfe, was zum Henker? Okay, egal. Tschüss.